Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stammbach im LS19 am Dienstagmorgen. Einen wunderschönen. Ich bin jetzt gerade dabei, den Drescher wieder durch dieses wunderschöne Waldstück nach Hause zu fahren. Wir haben mal ganz kurz in Innenansicht, dann wackelt es nicht so. Ne, okay, es wackelt doch toll. Und da sehen wir ein bisschen mehr, wo wir denn hinfahren und wo ein Schlagloch kommt. So, hier kommt nämlich wieder eins. Ja. So, dann sind wir auch schon gleich draußen aus dem Wald. Ah, das ist perfekt. Zollt jetzt nicht mehr so stark. Das wunderbar. So, wir stehen noch der Phantom, den habe ich noch nicht aufgehört und werde ich den jetzt auch gleich im Anschluss machen. Oh, hier ist noch ein Kurs an. So, Schlag noch umfahren. So, jetzt mal gucken, ob wir hier reinkommen. Oh. Das war wohl ein bisschen zu eng und sonst gerade irgendwie ein bisschen übergeschlagen. Ah ja. Okay. Also wir können nicht so eng fahren und jetzt werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr reinkommen. Nee. Also können wir das schon mal vergessen. Muss ich ein bisschen zurückschieben hier. Ah, okay, das. Aber hoffentlich haben wir uns jetzt hier nicht festgefahren. Ansonsten. Da. Natürlich jetzt ein bisschen suboptimal. Jetzt auch mal versuchen, den einmal irgendwie rückwärts hochzuschieben, ein Stück. Damit wir ein bisschen besser drehen können. So. Aber jetzt können wir da drin und voll einlenken. Oh, jetzt schnell wieder rüber, dass wir nicht zu eng werden. Oh, ich bin drin. Halleluja. So. Ist mir gerade eingefallen, wollten wir nicht eine Mission machen? Ich war der Meinung, wir wollten eine Mission machen. Genau, die Düngemission hatten wir auch im Blick. Wo war denn die Dresch-Mission? Die hätte, glaube ich, auch ganz gut Geld gegeben. Ich glaube, 7000. Oder was ist das hier für 5? Gibt es noch eine bessere als wie 5000 fürs Dreschen? Nee. Ah genau, dann war das die hier mit 5000. Feld 181, wo war das denn? Ich glaube ganz hier drüben, ne? Ah genau, hier. Was ist denn da drauf? Raps? Ja, Raps ist es. Ja, für 5000 ist eigentlich schon kein schlechtes Angebot. Und der Drescher wäre jetzt eh fertig und wir haben erst 13:02 Uhr. Also spricht eigentlich nichts dagegen. Den Steier mit den Anhängern haben wir eigentlich auch. Den können wir dann auch gleich darunter schicken. Weil ja, zum Anziehen kann ich dann auch den Johnny oder den Fendt nehmen. Das ist nicht das Problem. Und ja, das werden wir so machen. Wir akzeptieren den Vertrag. Wir haben unsere eigene Maschine, das passt. Jetzt bin ich umsonst hier reingefahren. Naja, egal. Dann heißt jetzt gucken, wie kommen wir denn zu Feld und 81 hier raus, da rum, da entlang, okay, davor, da waren wir tatsächlich bis jetzt noch nie. Können wir, ne, hier vorne können wir nicht runterfahren, da fahren wir dann out of map. Das heißt, da kommen wir nicht runter, wir müssen hier vorne reinfahren. Dann hier runter, da rum bei 142 vorbei und hier geht auch ein Weg. Ja, okay, da war ich zwar noch nie, aber ich denke, ich hoffe mal, das wird kein Problem werden. Der Drescher sieht eigentlich noch alles relativ gut aus. Schneider kann 0,4% Schaden oder Abnutzung und der Drescher jetzt 3,9%. Das passt vollkommen. Der hält diese Dresch-Mission locker noch. Blinke ich jetzt eigentlich oder blinke ich nicht? Blinke nicht. So, habe ich das nicht gehört? Egal. Da kommt ein Auto. So, jetzt aber schnell raus. Leck. Was jetzt? Ich hoffe, es war eine Speicherung. Okay, es war eine Speicherung. Alles gut.
Kann natürlich sein, dass wir jetzt, wenn wir in den Bereich da hinten kommen, dass ein bisschen ruckelig anfängt, weil da waren wir noch nie. In dem Spiel schon oder auf dem alten Spiel dann auch noch nicht. Wir waren zwar mal weiter oben, naja, da geht schon los. Wir waren zwar ein bisschen weiter oben mal, aber ganz da hinten waren wir tatsächlich noch nie. So, kommen wir hier lang. Fußgänger sind natürlich auch wieder alle am Start. Man kennt sie. Bitte kommt da vorne kein Auto, bitte kein Auto, bitte kein Auto, bitte kein Auto. Okay, gut, kein Auto. Perfekt. Können wir wieder ein bisschen Schwung aufbauen. Und dann verlassen wir die Ortschaft Stappenbach. Nur im Gucken, ging es da schon runter. Ne, eins weiter vorne. Ah, da ging es runter, okay. Baum ascht voll in die Kabine. Ah, hier, alles geht sogar ein bisschen nach oben, okay. 60 ist hier erlaubt. 4% Steigung. Oh Gott, da kommt ein Auto. 3 Kilometer ist. Drescher. Ja, ah. Also okay, man sollte mit dem Ducano hier nicht an der Steigung anhalten. Oh Mann. Da kommt schon wieder ein Auto. Wollte mich eigentlich verarschen hier. Oh, ich muss jetzt nach links fahren, weil da rechts waren Bäume. Wo ging es jetzt hier rein? Oh, wir müssen noch weiter, okay. Was das denn? Schau. Also jetzt Ducano, ne? So, ich fahre ein bisschen zurück. Vorwärtskamerin. Er schafft es nicht. Okay. Okay, wir haben 18 Tonnen. Aber. Also, dass er das dann nicht schafft, das wundert mich schon ein bisschen. So, jetzt machen wir es aber wieder aus. Jetzt sind wir im Schwung. Ist das hier Feld 129? 100. Eine, die geht hier an. Aber ich dachte mir gerade, das war eine Wiese. Ja, ist ein bisschen schräg, ne? Gott, ist die schräg, Alter. Kommt ein Betonmischer, ach du Scheiße. Oh. Junge. Eine ziemlich unübersichtliche Stelle und da kommt aber ein Betonmischer, alter Schwede. Ist wieder eine 4% Steigung, wir müssen jetzt Gas geben, wir dürfen nicht anhalten, ansonsten kommen wir ohne Allrad nicht mehr vom Fleck. Und das ist immer ein bisschen nicht so schön. Zieh hoch, du schaffst es. Du hast, weiß nicht wie viel PS, 300, 380 sowas. Da kommt schon wieder Auto. Das, aua. Das hat mich jetzt auch getroffen. Mann. Jetzt lade ich mal kurz die kleine Karte auf, aber da vorne geht's auch schon rein. Oh, Halleluja. Ja, wieder einmal hier links hoch. Dankeschön. Gott, oh Gott. So, jetzt kann ich tatsächlich auch schon die Karte ausmachen. Und da vorne sehen wir auch schon unser Rapsfeld, den wir zum Abernten haben. Ah, hier wächst auch Luzerne. Ist die Frage, wo stellen wir das Schneidwerk, den Schneidwerkswagen hin? Ich würde jetzt sagen, also so ein bisschen weit in den Rand hier, an den Weg hin gesehen. So, ich würde sagen, wir stellen den auch mal ganz kurz hier drauf, weil das ist schon ab. Mir ist es gleich frisch angesehen, aber es wächst noch nichts. Oder hier hinten. Ach komm, stellen wir ihn hier hinten hin. Dann fahren wir bei niemandem was kaputt oder fahren wir bei niemanden rein, das passt doch. Ah, da hinten sehen wir auch schon das Ende der Karte. Da fahre ich jetzt natürlich nicht rein. So. Hoppala. Ja, da ist der Ganghebel. So. Dann holen wir hier nochmal schön aus, dass wir relativ gerade reinkommen. Ja, das sieht doch gut aus. Dann machen wir das Schneidwerk an. Zack, haben wir ein Stückchen hier reingefahren. Dann machen wir hier CP an. Ich vergesse zurzeit immer die Kurse wegzumachen. Ich weiß nicht wieso. Ich war mir doch gestern der Meinung, ich habe die weggemacht. Oder nicht? Egal, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ist die 181 Kursgenerierung. Ja. Vorgewinne machen wir 2, würde ich sagen. Die Schnittbreite passt soweit. Warum mal Kurs?
Jo, das sieht glaube ich gar nicht schlecht aus. So, sollte. Speichern. Ups. Dreschen und Unterstrich F181. Das passt. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Und du sagst mir, wenn voll bist. Ja, während des Anhaltens bitte anhalten, das wäre nämlich relativ nett. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Abernten von den wunderschönen Raps hier. Aber mich wundert oder reizt mich jetzt doch ein bisschen hier einfach mal den Weg hier so gut zu verlassen. Einfach mal gucken, was passiert, wenn ich hier gegenlaufe. Also Kollision, okay. Dann wissen wir das schon mal. Das hat mich nämlich jetzt interessiert, ob die Kollision verbaut wurde, aber ja, es wurde Kollision verbaut. Perfekt. Ja, da kommen wir uns gleich drum. Da können wir uns eigentlich jetzt drum kümmern. So, jetzt kommt wieder das wunderschöne Klickgeräusch. Alter. Mach mal wieder Teil, ich weiß nicht wieso. Aber man muss einfach mal ein bisschen eine bestimmte. Wenn man kann ihn hier einfach anfassen, rumdrehen, schon mal ein bisschen drücken. Aber dann funktioniert meistens. So, warte mal, bevor wir jetzt den Fähnchen nach Hause fahren, gucke ich nochmal ganz vorsichtshalber, ob wir nicht noch irgendwas zu pflügen haben. Nö, haben wir nicht. Aber jede Menge zu kalten. Okay. Das ist auch nicht das Problem. Hauptsache, wir müssen nicht mehr pflügen. So, oder Tiefen lockern, wie auch immer man sagen will. Bremse. Jetzt voll einschlagen, damit wir da reinkommen. Ah, okay, perfekt. So, dann heißt es ein Waschen wieder Tiefenlocker. Ich sage einfach Tiefenlocker dazu, weil ein Flug ist ja eigentlich nicht. So, das passt. Der Kerl meines Vertrauens. Reparieren braucht er noch nicht, der war jetzt einmal im Einsatz. Kleine Abnutzung und da braucht er jetzt nicht schon wieder neu lackieren und alles neu machen. Soll ja auch ein paar Gebrauchsspuren haben, der Teil. So, und Fan wasch mal ein bisschen grob ab, weil er kommt dann auch gleich wieder in Einsatz zum Ansehen. So, das ist jetzt bei der Steier ja dann momentan nicht verfügbar ist, weil er beim Abfahren ist und der Johnny hängt noch vom Düngerstreuer, mit dem werde ich dann auch gleich weiter Kalk ausbringen. Das heißt, den haben wir auch nicht zur Verfügung. Aber durch dass es jetzt hier leer ist, können wir einfach mal hier reinfahren und dann hier ein bisschen rüber. Und da ganz knapp hier vorbei und dann kann man das Teil hier unten schon abstellen. So passt. Arbeitsgang drin. Unser Frontgewicht müssen wir tatsächlich abkuppeln, aber da haben wir auch schon eine wunderschöne Gewichte. Unseren wunderschönen Gewichtebereich hier. Also ich kann eigentlich die ganze Zeit der Hand an dem Ganghebel lassen. Weil ich muss eh die ganze Zeit wieder schalten. Dann probieren wir mal den Satu-Tank an. Bitte, ich habe ja perfekt, ich habe dran gedacht. Dafür habe ich extra diese Behälter beim Händler platziert, damit ich da Sattel auffüllen kann. So, und umleuchten brauchen wir nicht, weil das Feld ist ja gleich da oben. Über die Felder. So, ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, was wollen wir denn ansehen. Also auf die 100, ne warte mal, 85, ne? Ja, auf die 85, ich kenne noch meine Feldernamen. Auf die 85 machen wir auf jeden Fall jetzt wieder kein Mais mehr drauf, weil da war schon Mais drauf und da wird der Boden schon zu stark ausgenutzt, immer ein bisschen Abwechslung. Und ich würde tatsächlich sagen, wir machen da jetzt Weizen oder Gerste. Ich würde sagen Weizen, weil Weizen brauchen wir auch zur Herstellung von uns Saatgut für unseren Seedmaker. Deswegen haben wir da einfach mal Weizen drauf. Ist auch schon vorab eingestellt. Das passt dann. Das ist nur die Frage, ich habe schon wieder vergessen, ist es eine Direktsaat? Sieht mir aber nach einer Direktsaat aus, ansonsten habe ich ein bisschen verkackt, ne? Das ist die Gruppe, hier haben wir sie. Dann kann man später bestimmt
Geld ist direkt satt, können wir. Okay, perfekt. Die ist nicht direkt satt, das ist wunderschön. Das heißt, wir müssen nicht vorher nochmal den Gruppe unterklemmen. Ah ja, Quenneland macht schon was Gutes hier. Ja, wollte ich gerade nochmal sagen, nicht, dass es was anderes ist, schon fertig. Ja, ein bisschen peinlich gewesen. So, haben wir denn schon den Kurs für unser wunderschöne Welt und wunderschönes Feld 85? Oh ja, wir haben schon. Nee, das ist der falsch. Haben wir sonst noch irgendeinen? Ich muss auch mal wieder hier ein bisschen aufräumen. Ne, Pflüge, aber das ist für die 85, das werde ich jetzt auch gleich mal einordnen. Dann herrscht mal ein bisschen Ordnung hier. Nee. Okay, das heißt, wir müssen hier einen erstellen. Die 85, ja. Vorgewende machen wir 2, wie immer, 6 Meter. Glaube ich, weiß ich. Perfekt, dann haben wir schon den Kurs. Schalten wir das Teil an, lassen es runter. Und dann wünsche ich dir viel Spaß. Allrad braucht den Unterschaft auch so. Speichern wir nochmal 10-F85. Ja, das passt nochmal. 6M. 6 Meter passt. Dann haben wir das gespeichert. Wenn wir ganz kurz sehen, hier bei der Weg den Kurs gleich mal kurz einordnen. Ja, passt. Passt. So, aber Kurse ordnen werde ich dann offline noch ein bisschen weitermachen. Ich weiß gar nicht wieso, aber immer will der Zündschlüssel gerade nicht. Weiß nicht wieso. Wollen wir mal gucken. So, der ist voll, den werden wir jetzt auch nach Hause fahren. Wir fahren aber tatsächlich die Straße, weil der Wald ist doch ein bisschen holprig. Nimm den noch. So, jetzt auch. Und umleuchten. Sind an, perfekt, die Leute können uns sehen. Wunderbar. Jetzt muss ich aber ein bisschen abbremsen. Aber da kommt keins, ich kann die Runde schon rausfahren. Dann muss ich jetzt gucken, wenn wir dann runter zu unserem Drescher kommen. Weil wenn er voll ist und wir noch nicht da sind, ist mir das suboptimal. Wir werden die Sojabohnen aber gleich verkaufen, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Wer weiß, vielleicht liegt der gleich auf unserem Weg. Ich lasse ihn jetzt rollen, ich hoffe, es war kein Fehler. Okay, wollen wir hier gehen. Sojabohnen, knapp 2000 bei der Lagerhalle. Wo ist denn die? Oh, leicht haben wir gestriffen, glaube ich, gerade. Wo ist denn die Lagerhalle? Ah, da ist die Lagerhalle. Ist da eine große Nachfrage, wie die gelb markiert ist? Hm. Also, oh, ja. Ich bin... Ja, die anderen Sachen sind Viehhändler und den wollen wir selber platzieren und so weiter. Oh, alles gut. Oh, ja. Deswegen wollte ich eigentlich vorher abbremsen, aber ich dachte, es geht nicht schief, aber haben wir es mal wieder gesehen. So, ich mache mir, lassen wir jetzt einfach mal kurz die Minimap offen, damit ich da nicht schon wieder vorbei hasle. Aber es wird mir, okay, das wird mir da auch nicht angezeigt, aber ich weiß, es war noch in der Nähe von dem Kuh- und Hühnerstall, wo man das sieht. Also gleich hier vorne müsste es sein. Hat jemand eine Lagerhalle gesehen? Ah, hier wahrscheinlich. Ja, ja, hier. Das sehe ich doch. Da ist doch ein Gitter zum Abladen, sag ich jetzt mal. So, wir haben das im Vorderen drin und wenn wir den auch auswählen. Ja, was ist im Vorderen drin? Kann ich das hier nicht abladen oder muss ich... Ah, muss einfach nur anders stabilen, okay. Jetzt kommt Geld rein, wir sind bei der Lagerhalle, das passt. 2000 Preis, das heißt... Oh, 15.000. Also ein bisschen mehr als die 8000 Liter. Komm ich... Wie hat denn da seinen Fiat hingeparkt? Kann ich schon seit die. Ne, okay, ich will hier nicht rumkommen. So ein bisschen. Und eben. Also, das geht einmal gar nicht. Ah, ne, ne, ne. Also, hier werden schon wieder Sachen aufgedeckt. Ich dachte, die LS Mod Company, die können das hier hinter dem Busch tarnen. Da kommt eh keiner hin. Aber ich bin hingekommen. So, das heißt. Oh Gott. Ja.
Ich freue mich. Wie soll ich denn da jemals wieder rauskommen? Ich versuche es einfach mal. Haben wir jetzt. Ups. Haben wir jetzt eigentlich da noch Tempomat hier? Weil inzwischen stehe ich einmal. Das ist natürlich. Das ist angenehm. Wir werden jetzt einfach mal einklimmen. Das würde zwar ewig dauern, bis wir da draußen sind. Aber ich werde jetzt einfach mal versuchen, ob ich da irgendwie rauskomme. Ansonsten können wir leider heute nicht zum. Drescher fahren. Ist aber auch ein bisschen blöd gelöst, dass wir hier nur so reinfahren können. Ich habe hier ein Doppeldrehschirm. Das kann ich wieder. Ja, vergessen. Hier war es ein bisschen schief geworden. Ich fahre jetzt einfach selber mit Pedalen. Ich kann auch nicht so stark lenken. Also mit zwei Drehschirmen rückwärts kann das natürlich schon eine Übung sein. Ne? Überhaupt im LS. Oh, das wird doch nicht sein. Das sehe ich doch jetzt schon wieder. Kann ich nicht irgendwie vielleicht drehen ein bisschen? Nee, kann, das kann ich schon vergessen. Ich kann ihn nicht drehen. Ich habe noch eine Idee. Hat der eine Anhänge? Der hat eine Anhängekupplung. Jetzt ist die Frage. Ich könnte mir einen Traktor holen und da hinten mit der Abschleppstange die da hinten dran machen und den einfach rausziehen. Die Frage ist, ob ich die da dran machen kann, die Abschleppstange. Wir probieren es einfach mal aus. Ich habe Bock, das auszuprobieren. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich sie mit drauf habe. Aber ich glaube. Oh, bitte habe ich sie mit drauf. Bitte, 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 bitte. Jo, ich habe sie mit drauf. Perfekt. Nimm die hier, C plus Gewicht bisschen eins auf jeden Fall mit Blitzern, die werden wir uns einfach mal, ja, so sieht glaube ich gar nicht mehr schlecht aus, dann passt. Ja, die kaufen wir uns jetzt einfach mal. Ja, da ist der Tukano auch schon voll, Kollege, das ist ein bisschen blöd jetzt. Ich werde den kleinen nehmen. Alexerin ist ein bisschen viel zu groß für. So, Schlüssel funktioniert. Ah, perfekt. Nun haben wir ein bisschen den Dreh raus. So, Frontlader hoch. Ich werde den Frontlader tatsächlich jetzt einfach mal dran lassen. Oh, ich habe noch so Handbremse drin. So. Und ich werde jetzt einfach mal gucken, ob das funktioniert. Dann gehen wir mal vorher und umlacht. Ja, es ist ein Notfall. Der Tucano ist voll und ist eine Mission und wir müssen uns beeilen. Also, wir haben Sonderrechte. Was? Ja. Soll ich. Oh, vielleicht muss ich ein bisschen hoch machen jetzt. So, kann ich die? Ja, die kann ich ankurbeln. Perfekt. So, dann damit fahren wir jetzt gleich mal runter. Spitzen sind eingeklappt. Das passt. Dann können wir auch niemanden aufspießen. Aber ich hoffe jetzt so sehr, dass das funktioniert. Oh, ich fahre vielleicht ein bisschen in der Mitte. Aber es kommt ja auch nichts. So. Ich mache jetzt dann einfach mal Warnblinker rein. Wenn wir da an der Straße ein bisschen rumhantieren. Warte mal. So. Perfekt. Okay. Dann wenden wir jetzt einfach mal hier. Ich muss da rückwärts ranfahren, ansonsten muss ich das vordere Teil abkuppeln. So. Und hinten ist da ein bisschen mehr auf Zugkraft ausgelegt als wie vorne. Wir haben zwar vorne eine Anhängerkupplung, aber. So, okay. Steigen wir mal kurz aus. Mal ganz kurz F11 anmachen. Hallo? Superkraft? Ah, geht doch. So, ich leg jetzt einmal so hin. Ich glaube, die macht kein Problem. Also kann ich. Oh Mann, wieso kann ich die nicht ankuppeln? Hallo? Sind wir so weg? Nö. Kann ich die vielleicht hier drauf nicht ankuppeln? Weil die packt auch ein bisschen rum, habe ich das Gefühl. Ich fahre jetzt mal hier vor.
So, zack, holen wir uns die. Hallo? So, jetzt hat. Nehmen wir sie mal mit hier. Normalerweise müsste ich sie eigentlich angucken können. Oh. Eigentlich nicht. Dann versuche ich es immer mal vorne. Das heißt, ich hänge das Gewicht immer mal ab. Ich versuche die immer mal vorne anzuhängen. Wieso kann ich die nicht anhängen? Hallo? Das verstehe ich jetzt aber gerade nicht, ne? Ja. Warte mal, ich leg die auch noch ein bisschen so. Ne. Dann. Hallo? So. Aber dass ich jetzt nicht angucken kann, das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Ich leg die jetzt einmal hier zu dem Anhänger hin. Kann ich. Oh. Oh, ich habe sie ankuppeln können. Das ist gut. Das ist richtig sehr, sehr gut. Jetzt muss ich hier nur mit dem Johnny dran fahren. Oh, ich muss die Frontlade hoch machen. Schon streife ich unseren Anhänger. So, eigentlich müsste ich ja dann im Steuer einsteigen können. Genau. Zack. Jetzt heißt oh Gott, sind das für Symbole da oben. Den hier abhängen. Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Nee. Okay. Oh doch, ich habe es kaputt gemacht. Oh Scheiße, aber ich kann jetzt nicht mehr fahren, ne? Mist. Oh nee, und ich kann nicht mal aussteigen. Kann ich noch tappen? Okay, ich kann noch tappen. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Wir kuppeln den nochmal an. Kann ich, okay, ich kann wieder fahren. Gut, 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 gut. Ich habe jetzt leider diese Boli nicht mehr. Aber der kleine Johnny schafft es auch niemals im Leben, das ganze Spannrad rückwärts auszuziehen. Jetzt kannst du doch vergessen. Er kommt so ein bisschen voran, aber es ist nicht schön. Also gar nicht schön. Hätten wir doch den Xenon nehmen sollen. So, warte mal, wie hängt das ab? Jetzt haben wir auch wieder die Symbole. Jetzt hängen wir noch die Schleppstange ab. Okay. Dann steigen wir mal in den Johnny ein. Dann ist die Frage, können wir die Schleppstange jetzt wieder ankoppeln? Wir vielleicht? Ne, können wir nicht. Das heißt, ich brauche das etwas größere Teil. Damit meine ich Xerion. Ja, das ist jetzt ein bisschen eine Chaos-Folge. Ich mache das immer Rundumleuchte an und den Warnblinker rein, weil wir stehen hier noch ein bisschen am Rand. Xerion erwischt. So, wir haben hier den Gewichteblock drauf. Wir nehmen natürlich auch noch, Allradlenkung angemacht, unser Frontgewicht mit. Aber noch ein bisschen mehr Ballast. Zack. Rückwärtsgang rein. Und Umleuchte an. Wir sind jetzt zwar schon bei 29 Minuten, aber das ist mir jetzt momentan egal. Das wird ein bisschen eine längere Folge. Aber ich will den Steuer dann noch rauskriegen. Aber wenn es natürlich gar nicht klappt, dann werde ich es versuchen offline. Und irgendwie rauszukriegen. Aber wir haben eine Xerion, und der hat 380 PS, weil ich weiß, und wenn ich da. Oh, holprig. Alter, und alles mache ich jetzt dann gleich schon mal an. Oh, bremsen. Knapp, okay. Rückwärtsgang. Dann hoffe ich mal, ich kann jetzt die Schleppstange ankuppeln. Ist ja ganz gut. Okay, ich kann sie auch nicht ankuppeln. Das heißt aber. Ich fahre noch ein bisschen zurück. So, Vorwärtsgang rein, dann mache ich schon mal gleich mal alles an.
steigen wir hier in den Steuer ein. Zack, zack. Okay. Wir machen ihm doch tatsächlich nochmal den Motor an. Oh. Ja, jetzt können wir hier alles von hier steuern. So. Wenn ich jetzt. Fährt der eigentlich auch? Der fährt auch. Lol. Das heißt, die Schleppstange funktioniert auch alleine, okay. Aber das sieht mir jetzt ein bisschen falsch. Das will ich eigentlich so nicht. Ich will es so. Komm, Xerion! Ja, das sieht gut aus. Der mittlere Anhänger wird so ein bisschen. Ja, nicht ganz so schön. Aber wir müssen irgendwie rauskommen. Okay. Xerion, kack nicht ab. Du schaffst es. Wir sind fast draußen. Das sieht so ein bisschen unangenehm aus, aber komm schon. Warte mal, können wir jetzt eigentlich den Steuer auch abhängen? Ah ne, schade, wir haben keine. Okay, geht nicht. Komm, ein Stück. Hier ist doch jetzt. Ja. Warte, ich tue dich schnell weg. Hallo? Komm mit. Warte, komm ein bisschen da drüber, werde ich nicht drüber fahren. So, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Perfekt. So, der Steuer ist draußen, wir können ihn wieder zurückfahren. Das machen wir aber dann in der morgigen Folge. Ich glaube, für heute hatten wir schon genug Chaos. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und das wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach im LS19. Und da wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Dienstag. Und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.